Jetzt im Moment diskutiert der Bundestag gerade begonnen über die Einsetzung möglicherweise eines Untersuchungsausschusses zur Arbeit der Treuhand. Die Linke beantragt es unter anderem, wir hören den Fraktionschef. Dass die Bundesregierung wesentliche Akten gar nicht rausrückt, die bleiben in den Ministerien. Und im Bundesarchiv sind sage und schreibe 8 Mitarbeiterinnen damit befasst. Und es sind aber 170.000 Akten. Das würde dauern bis ins nächste Jahrhundert. Da muss man doch endlich was tun. Deswegen ist auch hier ein Untersuchungsausschuss wichtig. Und ich sage Ihnen, er hat auch deshalb eine andere Chance, weil 30 Jahre nach der damaligen friedlichen Revolution, 30 Jahre danach, sind endlich auch die Sperren weg und man kann in alle Akten sehen. Meine Bitte insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten. Hören Sie in der Sommerpause in Ihren Wahlkreisen genau hin, was die Menschen von unserem Vorstoß halten. Viele wollen, dass sich die Politik mit dieser Zeit beschäftigt. Fehler müssen als Fehler benannt werden. Niemand behauptet, dass Arbeitsplätze zurückkommen. Aber die Treuhandwunde klafft tief bis heute. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns 30 Jahre nach der Einheit die Treuhandaufarbeitung zu unserem Anliegen machen. Sie ist notwendig für die emotionale Einheit unseres Landes und für den inneren Frieden in unserem Land. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch war das, der Fraktionschef der Linken. Die Linke möchte die Arbeit der Treuhand in einem neuen Untersuchungsausschuss im Bundestag aufarbeiten lassen. Es gab bereits Untersuchungsausschüsse dazu Anfang der 90er. Im Präsidium 10 Euro in 2 5-Euro-Scheine überreicht hat, die jemand in dem Gang dort hinten verloren haben muss. Wahrscheinlich kein Sozialdemokrat für die Abstimmung, aber falls jemand 10 Euro vermisst in 2 5-Euro-Scheinen, darf er sich bei uns bitte melden. Ansonsten wird es der Bundeskasse überantwortet. Als nächster Redner das Wort. Das hatte nichts mit der Debatte zu tun, aber Wolfgang Kubicki hier als leitender Bundestagsvizepräsident musste das natürlich hier den Abgeordneten mitteilen. Jetzt geht es weiter. Eckhard Rehberg von der Unionsfraktion. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, hier wird Ursache und Wirkung verwechselt. Und es gibt Kronzeugen. Wie war der Zustand im Juni 1989 in der ehemaligen DDR? Ein Kronzeuge ist Gerhard Schürer. Mit seinem Schürer-Bericht stellte fest, erstens, Überschuldung der DDR, 140 Milliarden DDR-Mark, Zahlungsunfähigkeit, marodes Wirtschaftssystem, ein Drittel Arbeitsproduktivität gegenüber der Bundesrepublik. Einzige Hoffnung der DDR, schnellstmöglich 23 Milliarden Kredit der Bundesrepublik Deutschland. Und, Zitat aus diesem Schürer-Bericht, insgesamt geht es die Entwicklung einer an den Marktbedingungen orientierten sozialistischen Planwirtschaft. Wenn Sie noch einen Zeugen haben wollen, Günther Mittag in einem Spiegel-Interview 1991, wörtlich, man denke nur, was heute hier los wäre, wenn es die DDR noch gäbe. Mord, Totschlag, Elend, Hunger, es reißt mir das Herz kaputt und weiter, das sozialistische System war insgesamt falsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gerhard Schürer und Günther Mittag, das sind die Zeugen zum Zustand des Juni 1989. Und wenn Sie davon sprechen, die AfD in Ihrem Antrag von der Zerstörung der Infrastruktur, wie sah die denn aus? Sind Sie denn mal 1990 in ein Krankenhaus gegangen, in ein Pflegeheim, in eine Behindertenwerkstatt? Sind Sie da einmal hingegangen? Oder ich wohne auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Ribnitz-Damgarten damals. Wenn überhaupt eine Klärgrube, eine Einkammerklärgrube. Glauben Sie, da wurde irgendwas entsorgt an dieser Stelle? Trinkwasser mussten wir uns selber legen. Oder guckt die Kollegin an, die in Mitteldeutschland wohnt. Wie sah es in Bitterfeld aus? Da konnten Sie die weiße Wäsche nicht auf der Leine lassen, weil sie danach braun und schwarz war. Durch die Umweltbedingungen. Ja, genau das ist das Thema. Das sind die Rahmenbedingungen gewesen. Und es geht weiter. Die AfD schreibt in ihrem Antrag, eine Reihe von hochprofitablen Unternehmen wurden kaputt gemacht. Wissen Sie, ich war damals Geschäftsführer in einem Schmuckbetrieb. Erst war der Beschiss, Entschuldigung, dass wir das, was wir im Westen verkauft haben, mal 4 genommen haben.
Aber als wir am 1. Juli 1990 Preise kalkulieren mussten und unsere Kosten dagegen gesetzt haben, und es war ordnungspolitisch nicht richtig, aber gesellschaftspolitisch und sozial richtig, Löhne und Gehälter 1:1 umzustellen. Wir kamen nicht ansatzweise gegen die Schmuckindustrie in Baden-Württemberg an, weil die Produktivität, nicht die Menschen waren das Entscheidende, sondern die Rahmenbedingungen, die Produktivität. Wir hatten keine konkurrenzfähigen Produkte und deswegen, der Betrieb existiert heute noch, aber statt 700 sind es nur 35, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zur Wahrheit der Treuhand gehört Folgendes dazu. Sie ist gegründet zur Modrow-Zeit. Und am 17. Juni vor 29 Jahren hat die frei gewählte Volkskammer das Treuhandgesetz beschlossen mit dem Hauptauftrag Privatisierung. Und jetzt höre ich, Herr Kollege Bartsch, immer gerne zu, was Sie so alles an Fehlern bei der Treuhand beschreiben. Aber Sie vergessen die Rahmenbedingungen. Erstens, wie sah es vor gut 29 Jahren zur Jahreswende 1989-90 aus? Zu Hunderttausenden sind die ehemaligen DDR-Bürger in den Westen gegangen. Und wenn man nicht schnell den Pfad zur deutschen Einheit beschrieben hätte, dann wäre der Exodus weitergegangen. Der nächste Punkt. Die Sowjetunion hat der Warnow-Werft in Warnemünde kein Schiff mehr abgenommen. Nein, damit war Schluss. Oder waren wir nicht selber Täter und Opfer zugleich? Herr Bartsch, haben Sie noch einen Kühlschrank des DKK Scharfenstein gekauft? Herr Bartsch, haben Sie noch ein Fernsehgerät aus Stassfurt gekauft? Oder glauben Sie, ich, der für die EDV im Ostseeschmuck verantwortlich war, habe mir von Robotron noch Computer geholt? Nein, das waren alles keine wettbewerbsfähigen Produkte. Und deswegen waren wir Täter und Opfer zugleich. Und vom Wartburg und Trabant brauchen wir gar nicht zu reden an dieser Stelle. Darüber brauchen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, gar nicht zu reden. Und deswegen kann man immer philosophieren. Was sind Alternativen? Eine Alternative wäre sicher nicht gewesen, den Genossen Bartsch als Chef der Treuhandanstalt zur Modrow-Zeit einzusetzen. Wir hätten die alte Kombinatstruktur weitergeführt. Eine Alternative wäre es auch nicht gewesen, Ostdeutschland mit einem eigenen Währungsgebiet zu haben. Das wäre alles nicht gelaufen. Und deswegen war die schnelle Privatisierung die einzige Alternative. Ja, es waren Glücksrunde unterwegs. Ja, es war auch kriminelle Energie dabei. Aber wenn ich heute zum Beispiel, ich gehe noch mal nach Bitterfeld zurück, wenn ich die maroden Industriestrukturen dort 1989 sehe, und wie sieht es heute aus? Mit die modernste Chemieindustrie, die sauberste Chemieindustrie, die es in Europa gibt. 5 Milliarden Euro sind dort investiert worden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und viele Betriebe, die damals privatisiert worden sind, haben heute, so meine ich, einen guten Weg, eine positive Entwicklung genommen. Und wenn Sie noch Kronzeugen brauchen, ich bin jetzt kein unbedingter Fan des thüringischen Wirtschaftsministers Tiefensee, seines Zeichens Mitglied der SPD, aber er hat zu Recht gesagt vor kurzem, wir haben mehr Industriearbeitsplätze pro 1.000 Einwohner als Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen. Die Arbeitslosenquote liegt unter Hamburg, Bremen, NRW und dem Saarland. Das zeigt eigentlich, dass wir im Vergleich der Bundesländer untereinander Schritt für Schritt vorangekommen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was soll dieses Manöver von linken und rechten Populisten? Anders kann ich das nicht bezeichnen. Wenn ich die Anträge mir genau durchlese, was soll das hier und heute? Eine seriöse Historikerkommission arbeitet die Arbeit der Treuhand auf. Und wenn wir hier einen Untersuchungsausschuss machen, was soll das für einen Nutzen haben? Und Kollege Bartsch, wenn Sie sagen, dass man hier den Lebensgefühlen der Menschen im Osten Rechnung tragen muss, dann glaube ich, muss man zuerst mal wirklich seriös und sachgerecht debattieren, wo sind wir hergekommen und warum ist es 1989 so gewesen, wie ich das beschrieben habe und wie das Schürer und Mittag auch beschrieben haben. Das war ein Systemversagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nichts anderes. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Büström. Ja. Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Alles, was Sie ausführen, ist richtig. Ich teile Ihre Einstellung, aber Sie reden am Thema vorbei.
Selbstverständlich war die DDR völlig pleite. Selbstverständlich waren die Robotron-Computer nicht konkurrenzfähig. Aber das hat hier nichts zur Sache. Hier geht's, Sie verwechseln Volkswirtschaft mit Betriebswirtschaft. Hier geht es darum, dass Betriebe, die ein Betriebsvermögen haben, privatisiert wurden. Und die Frage ist, ob sie zu dem Wert verkauft wurden, den sie noch damals hatten. Und das soll hier untersucht werden. Also, Herr Kollege, scheinbar haben Sie Ihren Antrag nicht richtig gelesen. Es geht schon um das Thema. Sie schreiben hier etwas vom Kahlschlag der Infrastruktur und dass die Treuhandanstalt zum Teil hochprofitable Unternehmen privatisiert hat, zerschlagen hat. Herr Kollege, Sie haben sich doch eben in Ihrem Antrag selber widersprochen. Sie haben sich doch selber widersprochen. Und was, wenn ich sehe, wenn ich sehe, wie die Bilanz der Treuhand, die Öffnungsbilanz gewesen ist, da war 1990 im Frühjahr noch von einem Volksvermögen von 600 Milliarden DDR-Mark die Rede. Die Öffnungsbilanz war ein Minus von über 200 Milliarden D-Mark. Und die Abschlussbilanz der Treuhand, besonders hervorgerufen durch die Finanzierung von Sozialplänen, Kurzarbeit null und so weiter und so fort. Das heißt, in der Regel wurden für eine Mark Privatisierungserlös 3 Mark eingesetzt, insbesondere auch Umweltaltlastenbeseitigung und so weiter und so fort. Und deswegen gehört der Gesamtrahmen schon dazu. Und ich gestehe immer zu, dass es in dem einen oder anderen Fall Fehler gegeben hat. Nur entscheidend ist doch, wo sind wir hergekommen, was ist heute in diesem Zeitraum von 30 Jahren. Und da kann ich nur eins sagen. Wer hier wieder anfängt, 30 Jahre zurückzubohren, politisch sein Kapital rausschlagen zu wollen, der erreicht für die Zukunft gar nichts. Wir möchten als Union, dass wir nach vorne gucken, mit Blick auf den 9. November 1989 und den 3. Oktober 1990. Und Linke und AfD wollen aus reinem Populismus und Wahlkampfzwecken die Treuhand instrumentalisieren. Und das wollen wir nicht. Sagt Eckhard Rehberg für die Unionsfraktion. Ja, nicht nur die Linke bringt hier einen Antrag ein zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Arbeit der Treuhand, sondern eben auch die AfD. Für die AfD spricht jetzt Jürgen Pohl, der Ostbeauftragte der Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer, vor allem in den alten Bundesländern, sehr geehrter Herr Präsident. Was wir heute hier debattieren, rührt an die Grundfesten des wiedervereinigten Deutschlands. Wir gehen dorthin zurück, wo die Einigung beschlossen, organisiert und umgesetzt wurde. Wir reden über die Ereignisse in den 1990ern, wir reden über die Treuhand und, genauer, wir reden über das Trauma der Ostdeutschen. Meine Damen und Herren, die Arbeit der Treuhand hat tiefe Wunden in Ostdeutschland in ihrer Seele gerissen. Ich weiß, dass gerade heute hier viele Westdeutsche im Haus geneigt sind, uns Ost- und Mitteldeutschen in dieser Frage Weinerlichkeit vorzuwerfen. Aber ich sage Ihnen, für das, was die Treuhand bei uns angerichtet hat, ist keine Träne zu viel vergossen worden. 4.000 Firmen liquidiert, von 4 Millionen Arbeitsplätzen blieben 1994 gerade mal 1,5 Millionen. Privatisierungserlös 60 Milliarden, eingesetzt 300 Milliarden. Ich sage Ihnen, jedes DDR-Kombinat hätte da besser gewirtschaftet. Herr Kollege Rehberg, über die Missstände haben Sie gesprochen. Aber warum wehren sich so viele Damen und Herren hier im Hohen Haus, endlich auch die Misswirtschaft der Treuhand aufzudecken? Warum? Warum fehlt Ihnen da der Mumm? Gibt es da einen Grund, von dem Sie nicht reden oder was? Wir wollen einfach wissen, warum hat die Treuhandanstalt so mies gewirtschaftet? Zweitens, meine Damen und Herren, kein geringerer als der frühere Präsident des renommierten Münchner IFO-Instituts, Hans Werner Sinn, schrieb sinngemäß, die Ostdeutschen haben die Einheit mit ihrem Volksvermögen bezahlt. Und genau darum geht es. Herr Rehberg, hören Sie jetzt zu. Die DDR war pleite, das stimmt. Sie war aber nicht wertlos. In Ostdeutschland lebten damals 16 Millionen Menschen, denen diese Werte gehörten.
1990 hatte eine Gruppe um den Potsdamer Physiker und Bürgerrechtler Gerd Gebhardt eine Idee. Sie wollte jedem Bürger ein 16-Millionstel des DDR-Volksvermögens übertragen. Der runde Tisch stimmte diesem Plan einstimmig zu. Die Regierung Modwo hat den Plan nicht umgesetzt. Warum? Warum wurden die Bürger bei ihrem Anteil am Volksvermögen betrogen? Warum? Meine Damen und Herren, das ist eine der zentralen Fragen, die zu klären sind. Was heißt das für unseren Untersuchungsausschuss? Wir müssen für den Verlust von Millionen Industriearbeitsplätzen reden. Wir müssen über die Familien reden, die plötzlich in die Arbeitslosigkeit und in das soziale Elend gerutscht sind. Wir müssen über die Familien reden, die auseinandergerissen wurden, weil Vater oder Mutter erst hunderte Kilometer entfernt im Westen eine Arbeit fanden. Meine Damen und Herren, an vieles von dem, was geschah, kann ich mich persönlich gut erinnern. Ich war damals dabei und handelnde Person. Das ist nicht ungewöhnlich. Es hat im Osten fast jede Familie getroffen, sogar meine eigene. Nehmen wir mal diesen Lebenslauf. Ein Mann aus Kind, aus Schlesien vertrieben, 46, fing er als 14-Jähriger im Unternehmen an. Nach 45 Dienstjahren brauchte ihn die Treuhand nicht mehr, er wurde freigesetzt. Ein Jahr später starb er als gebrochener Mann. Mit diesem Mann verlor natürlich die Ehefrau die Arbeit. Ein typischer Lebenslauf in dieser Zeit. In Magdeburg Südost, meinem Stadtviertel, wurde fast die gesamte Industrie liquidiert. Ca. 40.000 Menschen verloren dort ihre Arbeit. In meiner heutigen Heimat in Nordthüringen wurde nicht nur die Computerindustrie zerschlagen, technische Zulieferer waren nicht mehr gewollt, Textilindustrie, noch besser die Kaliindustrie. Die Kaliindustrie, zum Beispiel Sondershausen und Bischofferode, wurde trotz effektiver Arbeit und guter Absätze zugunsten der Westkonkurrenz stillgelegt und zur Sondermüllhalde entwickelt. Herr Kollege, für den Müll war der Osten gut genug. Und das ist eine Schweinerei. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Theurer? Der Ablauf war immer derselbe. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja. Der Ablauf war immer derselbe. Der volkseigene Betrieb wurde unter der Verwaltung gestellt. Dann wurde er den westdeutschen Konkurrenten angeboten. Und wie das ablief, oftmals betrug der Kaufpreis eine Mark. So dann kam das Auktionshaus, versteigerte die Maschinen und Anlagen. Die Personalabteilung entließ die Arbeitnehmer auf Raten und die letzten fegten aus und schlossen ab. Das Grundstück wurde schließlich veräußert oder in lukrativen Lagen selbst bebaut und das Ganze ergab einen satten Gewinn für den westdeutschen Unternehmer. Ganz nebenbei wurde die ostdeutsche Konkurrenz ausgeschaltet. Wissen Sie das alle? In unzähligen Fällen mussten die Ostdeutschen ihr Lebensmark für eine Mark hergeben. Für eine Mark wurden ihre Lebensläufe entwertet. Dieser Treuhand-Untersuchungsausschuss ist Mittel, um mit ihrer Scheinheiligkeit aufzuräumen. Ostdeutsche, und das haben wir inzwischen gelernt, Ostdeutsche sind für Sie die Vertreter der Altparteien, die Bewohner des unbelehrbaren Dunkeldeutschlands. Dunkeldeutschland, Dunkeldeutschland, das sind die politisch unzuverlässigen, rückständigen, die undankbaren Hinterwäldler im Osten, die einfach nicht so wählen, wie sie sollen. Wir in Thüringen waren überrascht, dass Herr Habeck von den Grünen unser Land zu einem freien, liberalen, demokratischen Land machen wollte. Toll, Herr Gabriel fand das Pakt in Ostdeutschland, Herr Maas empfand Ostdeutsche als Schande für Deutschland. Da war Herr Özdemir mit seiner Mischpoke noch fast liebevoll. Iris Gleike von der SPD sagte am 25. Jahrestag der Treuhandgründung, und ich zitiere: Die Treuhand gilt im Osten als Symbol eines brutalen, ungezügelten Kapitalismus, verbunden mit der Deindustrialisierung mit Massenarbeitslosigkeit. Und sie hat recht. Und darum müssen Sie hier heute erklären, wie Sie es denn nun mit dem Osten, mit Ihren Brüdern und Schwestern halten wollen. Alternative 1. Sie gestehen sich und den Mitteldeutschen ein, ja, wir müssen diesen Wildwestkapitalismus dieser Zeit aufklären. Ja, es braucht einen Untersuchungsausschuss. Alternative 2. Der Mitteldeutsche bleibt Deutscher zweiter Klasse. Er wohnt im Armenhaus. Er hat keinen Anspruch auf Gerechtigkeit. Meine Damen, meine Herren, wenn Sie sich für Alternative 2 entscheiden, dann wundern Sie sich nicht, wenn der Ostdeutsche Ihnen bei der nächsten Landtagswahl eine Lehre erteilt. Ich kann meine Leute nur aufrufen, setzt dieses Kreuz bei der Wahl, nicht bei den Parteien, die sich weigern, den Betrug an den Mitteldeutschen aufzuklären.
kein Kreuz bei den Parteien, die für das Elend ihrer Familien und für die Perspektivlosigkeit ihrer Kinder schuldig sind. Ich zeige Ihnen die Mark. Schauen Sie sich hierher. Das ist eine Mark. Mit dieser Mark konnte Westdeutschen regelmäßig Firmen kaufen in Deutschland, im Ostdeutschland, dann die Menschen in den Hintern treten, um dann Vermögen anzuhaufen. Wenn Sie wirklich meinen, meine Damen und Herren, dass diese kriminellen Machenschaften der Treuhand nicht aufgeklärt werden sollen, dass es den Treuhand-Untersuchungsausschuss nicht braucht, dann wünsche ich Ihnen, dass Ihr Lebenswerk, auch Herr Rehberg, Ihre Familie, Ihre Seele mehr als diese Mark wert ist. Sagen Sie es den Ost- und Mitteldeutschen hier und heute ins Gesicht. Wir brauchen euch nicht, wir schätzen euch nicht, aber wählt uns trotzdem. Dankeschön. Als nächste Rednerin erhält die Kollegin Sonja Amalie Steffen, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Herr Pohl, eigentlich wollte ich ja heute zur AfD gar nichts sagen, aber Ihre Rede ist so rückwärtsgewandt und so wirklich schon fast widerlich spaltend. Man denkt, man lebt noch in Zeiten der DDR und der BRD, aber ich sage Ihnen was, nach 45 Jahren der Teilung unseres Landes sind wir wieder vereint und das ist wunderbar so. Aber jetzt zum Thema. Brauchen wir einen Treuhand-Untersuchungsausschuss, wie ihn die Fraktion Die Linke möchte? Und die Fraktion der AfD hat sich ja da noch sehr kurzfristig dann auch dran beteiligt. Braucht es das heute noch? Es besteht ein hohes gesellschaftliches Interesse an einer Aufarbeitung der Arbeit der Treuhandanstalt. Das ist richtig. Das haben Sie übrigens in Ihren beiden Anträgen auch geschrieben. Und das ist richtig so. Das, glaube ich, wird auch von niemandem hier in Abrede gestellt. Wenn man, so wie ich, in ostdeutschen Bundesländern unterwegs ist, mein Wahlkreis ist in Mecklenburg-Vorpommern, dann weiß man, dass das Thema Treuhand tatsächlich immer wieder ein Thema ist. Das beschäftigt die Menschen. Und das ist auch sehr verständlich. Denn 30 Jahre nach der Wende haben sich die Menschen zwar, ich glaube sogar wirklich sehr viele im Osten, schon sehr lange und auch gut neu eingerichtet, aber die Vergangenheit, die Wendezeit und die Nachwendezeit sind immer noch präsent. Da hat jeder seine eigene Geschichte und da haben auch viele Menschen federn lassen müssen. Und die Geschichte ist nun mal da und sie löst sich nicht in Luft auf. Und für viele fühlt sich der Rückblick tatsächlich nicht nur gut an. Und der Wechsel des Wirtschaftssystems war in der Tat steinig. Das stimmt. Die Privatisierung oder die Abwicklung der Betriebe durch die Treuhand war für viele Menschen bitter. Da sind Einzelschicksale von betroffen. Da gab es Gewinner und Verlierer. Es gab in der Tat Hunderttausende Arbeitslose praktisch auf einen Schlag. Und machen wir uns nichts vor, auch unseriöse Glücksritter und Betrüger waren unterwegs. Und diese Erfahrung trübt bis heute tatsächlich bei vielen die Freude für die erkämpfte Freiheit. Aber ist es richtig, nun einen weiteren Untersuchungsausschuss zur Treuhandanstalt einzusetzen? Denn, und auch das ist noch nicht so deutlich gesagt worden, wir hatten bereits zwei Treuhanduntersuchungsausschüsse seit der Wende, die ein hohes Maß an Aufarbeitung betrieben haben. Und in den Ländern hat es auch Treuhanduntersuchungsausschüsse gegeben. Und jetzt stellt sich halt die Frage, brauchen wir einen weiteren Treuhanduntersuchungsausschuss? Es ist zwar richtig, es sind damals nicht alle Akten bewertet worden, weil sie auch einfach noch gar nicht alle vorlagen. Aber inzwischen, und das ist sehr gut so, hat die Bundesregierung ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht. Das Institut für Zeitgeschichte hat zur Aufarbeitung der Geschichte der Treuhandanstalt eine Förderung erhalten. Und es ist auch gut, dass das Bundesarchiv die rund 85.000 Akten, Herr Barth sprach vorhin von mehr, der Treuhandanstalt archivisch aufarbeitet. Aber einen Untersuchungsausschuss braucht es in diesem Fall nicht. Denn der Bundestag ist keine
keine historische Kommission. Der Bundestag hat den Auftrag, etwas Politisches zu bewegen. Und wenn man einen Untersuchungsausschuss einsetzt, dann muss es darum gehen, dass man Verantwortung sucht, dass man ermittelt und dass man dann eben auch die Verantwortlichen stellt. Und hier wollen Sie von den Linken beispielsweise Menschen wie Sarrazin, Horst Köhler oder Theo Weigel als Zeugen in den Zeugenstand berufen. Ja, aber wie soll man die denn da noch zur Verantwortung ziehen, wenn sie es denn dann gerne machen würden? Weil von einem Amt zurücktreten können sie nicht mehr. Ich sehe, meine Redezeit ist leider schon fast vorbei, so gut wie. Ja, ich weiß. Also deshalb will ich nur zum Schluss sagen, Herr Pohl, Sie haben sich ja entlarvt. Sie haben ja dann wirklich hier öffentlich auch noch dazu aufgerufen, dass Ihre Partei gewählt werden soll. Und das zeigt, wirklich das zeigt, dass Ihnen an dem Thema in Wahrheit überhaupt nicht gelegen ist. Sie sind sich ja auch noch uneins in Ihrer eigenen Partei, ob Sie das wollen oder nicht. Und insofern, also das Thema an der Stelle so zu missbrauchen, das finde ich wirklich unredlich. Sonja Steffen war das für die SPD. Sie kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Im Osten ist es für viele Menschen ein Thema, das Thema Treuhand. Linda Teuteberg spricht jetzt für die FDP. Sie kommt aus Brandenburg, ist Generalsekretärin der Liberalen. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, heute vor 30 Jahren schnitten die Außenminister Österreichs und Ungarns ein Loch in den Stacheldrahtzaun der Grenze. Und in Deutschland 2019, man könnte auf die Idee kommen, dass Landtagswahlen bevorstehen. Denn heute legen uns zwei Anträge vor von Linkspartei und AfD. Da gibt es zwar kleine Unterschiede, da gibt es Nuancen. Die AfD etwa redet in ihrem Antrag einerseits von Mitteldeutschland, andererseits war bei dem Kollegen gerade zu spüren, er kann sich manchmal nicht entscheiden, ob er von Ost- oder Mitteldeutschland redet. Die Linke ist etwas subtiler, auch in den Behauptungen. Aber sie hat auch schon 30 Jahre Zeit gehabt, bei diesem Thema Stimmung zu machen. Sie ist in dem Antrag vorsichtiger. Sie nennt die Treuhandanstalt als eine, nicht als alleinige Ursache der Probleme. Aber die Rede von Herrn Bartsch war da weniger zimperlich. Aber über eines kann hier nichts hinwegtäuschen. Linke und AfD sind sich in einer entscheidenden Frage einig. Die Treuhandanstalt ist schuld. Und das kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier zwei Parteien darum ringen, sich als alleinige Hüter ostdeutscher Befindlichkeiten und Interessen vor diesen Landtagswahlen zu profilieren. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wärmen dazu Verschwörungstheorien auf, die nicht zufällig den linken und rechten Rand verbinden, die rückwärtsgewandt sind und die keinen einzigen Arbeitsplatz zurückbringen. Und ich sage Ihnen, Ostdeutschland und die dort lebenden Bürgerinnen und Bürger, die haben Besseres verdient. Zunächst einmal Redlichkeit. Denn beiden Anträgen liegt ja eine Erzählung zugrunde, die bei der AfD besonders platt drinsteht, nämlich dass hochprofitable Wirtschaft in der DDR, die sei platt gemacht worden. Dazu kann ich nur sagen, der Golf musste nicht vor dem Trabi geschützt werden. Und wer sich wirklich für die Situation interessiert, da zitiere ich mit Erlaubnis des Präsidenten aus der Analyse der ökonomischen Situation der DDR mit Schlussfolgerungen von Gerhard Schürer vom Oktober 1989 für das ZK der SED. Seine Schlussfolgerung, allein ein Stoppen der Verschuldung würde im Jahre 1990 eine Senkung des Lebensstandards um 25-30% erfordern und die DDR unregierbar machen. Selbst wenn das der Bevölkerung zugemutet würde, ist das erforderliche exportfähige Endprodukt in dieser Größenordnung nicht aufzubringen. Und vielleicht könnten eigentlich manche Genossen da ganz froh sein, dass sie diese Konkursmasse an einen politischen Insolvenzverwalter übergeben konnten. Wir dürfen hier nicht zulassen, dass Ursache und Wirkung verkannt werden. Denn die Ursachen für die wirtschaftlichen Probleme im Osten unseres Landes, die liegen zuallererst in den 40 Jahren vor 1989 begründet und nicht in der Zeit seit 1990. Die besondere Situation und Ausgangslage, mit der damals die Menschen herausgefordert waren, da ist es sogar noch eine Untertreibung zu sagen, es hätte keine Blaupause dafür gegeben. Auch das stimmt. Aber vieles müsste man auch wieder so machen übrigens. Denn die Aufgabe der Treuhand, das wurde hier schon gesagt, war die Überführung einer staatlichen Kommandowirtschaft in die Marktwirtschaft. Diesen Auftrag hatte sie, und das war wohl die kompakteste Privatisierung in der Wirtschaftsgeschichte. Im Mittelpunkt stand da die Industrie,
Besonders hier war umstritten, ob Privatisierung vor Sanierung gilt, so hat es die Treuhandanstalt in der Regel gemacht, oder die Devise Sanierung vor Privatisierung. Ein schneller Weg aber in die Marktwirtschaft, der war durch den Willen der Ostdeutschen vorgegeben. Auf den Montagsdemos in Leipzig hieß es, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Und niemand damals wollte doch ernsthaft Zollkontrollen an der innerdeutschen Grenze oder Löhne wie bei unseren mittel- und osteuropäischen Nachbarn, die bei 10-25% der westeuropäischen Löhne liegen, oder die Sparguthaben zu entwerten. All das war keine Alternative, und deshalb war dieser schnelle Weg richtig. Und die ersehnte Wirtschafts- und Währungsunion, die wurde dann leider für viele Betriebe zur Stunde der Wahrheit. Die D-Mark sofort und mit dem gewünschten Kurs einzufüllen, das musste zu großen Arbeitsplatzverlusten führen. Aber das Hauptproblem, das war, dass die DDR-Wirtschaft keine weltmarktfähige Produktpalette hatte. Und hier ist noch mal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wessen Verantwortung das war. Denn die DDR, sie hatte hervorragende Ingenieure, sie hatte hervorragende Facharbeiter, aber diese Menschen arbeiteten in einem System, das ihnen nicht ermöglichte, weltmarktfähige Produkte herzustellen. Und ganz viele Menschen in Ostdeutschland haben Anlass, stolz zu sein, dass sie unter diesen erschwerten Bedingungen Großes geleistet haben und sich anständig verhalten haben. Aber das ist kein Grund, auf diese erschwerten Bedingungen stolz zu sein, meine Damen und Herren. Dieses System hat Menschen daran gehindert, ihre Kreativität und Produktivität richtig zu entfalten für gute Produkte, die man ihnen dann auch zu Preisen abnimmt, die auf dem Weltmarkt erzielt werden können und mit denen sie einen vernünftigen Lebensstandard bekommen. Und die Linke, die verhält sich da wie ein Brandstifter, der dann ruft, haltet den Dieb, und diejenigen, die die Aufräum-, Sanierungs- und Sanitätsarbeiten machen, noch benörgeln und rufen Untersuchungsausschuss. Und das ist ein altes Muster bei der Linkspartei, nämlich einen Sündenbock zu suchen. Das ist ihnen auch für die SED mit der Stasi gut gelungen, alles nur auf eine Institution zu schieben, wofür sie verantwortlich sind. Leider hat das so verfangen, dass die AfD jetzt die Kopie versucht. Und es ist etwas anderes. Es ist der Alleinvertretungsanspruch, für alle Ostdeutschen zu sprechen, der unerträglich ist. Hören Sie endlich auf, einen Teil unseres Landes zur Geisel Ihrer parteipolitischen Profilierung zu machen. Das wollen und das werden wir uns nicht bieten lassen. In einem solchen beispiellosen Prozess, da sind sehr wohl Fehler gemacht worden. Es gab übrigens auch Irrtümer auf allen Seiten. Zum Beispiel über den Wert des Vermögens haben sich alle geirrt. Graduell unterschiedlich, aber alle hatten da falsche Prognosen. Weil das Ausmaß der Altschulden, das Ausmaß der Umweltbelastungen und vieles andere nicht richtig eingeschätzt wurde. Aber unter diesem Zeitdruck musste gehandelt werden. Und die wissenschaftliche Aufarbeitung, die unbestritten wichtig ist, die läuft längst. Und Herr Bartsch, seien Sie versichert, ich kann sehr gut zuhören und ich kenne eine Menge Menschen, die auch bitter und enttäuscht sind über vieles aus diesen Jahren und die trotzdem nach vorne schauen und sagen, uns nützt kein Untersuchungsausschuss. Was wir heute brauchen, uns liegt also hier heute was vor, was wir nicht brauchen. Was wir dagegen brauchen, das sind respektvolle Debatten, die nicht nur vorgeben, sondern wirklich versöhnen wollen, die real gegebene Gegensätze innerhalb der ostdeutschen Bevölkerung nicht verklären, um sich über Ost-West-Gegensätze zu profilieren, die auch zum Thema machen, dass es Glücksritter auf beiden Seiten gab, die sich nicht damit begnügen, Sündenböcke und Prügelknaben zu suchen, denn das übrigens kann einem bei anderen gesellschaftlichen Debatten noch mal böse auf die Füße fallen, Sündenböcke zu suchen. Und vor allem brauchen wir konkrete Politik, die für Ostdeutschland und für die ganze Republik Chancen schafft. Mit Forschung und Entwicklung, mit Bildung und Erwerb von Eigentum, die erleichtert werden, mit besseren Rahmenunternehmen, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die wir in Ostdeutschland haben. Und dafür machen wir konkrete Vorschläge, auch mit unserem Antrag heute Nachmittag zur Gründerrepublik Deutschland. Wir brauchen Debatten und Politik, die Menschen ermutigen und ermächtigen und nicht die ihnen Ängste und Sorgen noch einreden und verstärken. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat das Wort der Kollege Stefan Gelper.
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, im Februar 1990 gab es die Idee, das Volkseigentum der DDR den Bürgern der DDR zukommen zu lassen. Diese Idee ging auf Wolfgang Ullmann zurück, der damals Demokratie jetzt, später Bündnis 90, am Runden Tisch vertrat. Das Konzept hieß Vorschlag der umgehenden Bildung einer Treuhandgesellschaft zur Wahrung der Anteilsrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am Volkseigentum der DDR. Wir hätten nun ein Volk von Unternehmern gehabt, das hätte der FDP doch gut gefallen müssen. Diese Idee ist aber von der Modrow-Regierung nicht mehr umgesetzt worden. Wir wissen auch nicht, ob diese Idee besser funktioniert hätte. Was wir aber wissen, ist, dass diese Idee später keine politische Mehrheit mehr gefunden hat. Die Regierung de Maizière und auch die Kohl-Regierung haben, wie bekannt, andere Ziele verfolgt, Privatisierung um jeden Preis. Und auch das muss man sagen, ja, Rot-Grün hätte wahrscheinlich einen besseren, einen sozialeren Weg gefunden. Aber 1994 ist die Kohl-Regierung trotz ihrer häufig verfehlten Treuhandpolitik wiedergewählt worden, trotz Untersuchungsausschuss, auch in Ostdeutschland. Das heißt, das muss man auch politisch ein wenig zur Kenntnis nehmen. Die Rolle der Treuhandanstalt ist für viele Menschen in den neuen Ländern ein Fixpunkt der Nachwendeerfahrung und bestimmt bis heute deren Umbruchserfahrung. Bis heute. Auch andere wirtschaftliche ostdeutsche Besonderheiten können womöglich zumindest teilweise mit dem Wirken der Treuhand erklärt werden. Stichwort die Lohnunterschiede zwischen Ost und West, die Abwesenheit großer Firmenhauptquartiere im Osten, die fehlende Repräsentation von Ostdeutschen in den Führungsetagen. Auch hier scheint Aufarbeitung geboten. Ich wünsche mir dafür eine Bundesregierung, die sich da zuständig fühlt. Wir haben witzigerweise so etwas wie einen Ostbeauftragten der Bundesregierung. Davon hört man nichts, ganz genau. Ich würde sagen, viel in dieser Debatte hat mit Gefühl zu tun. Und das Gefühl ist, nicht repräsentiert zu werden. Und ich kann die Frustration darüber gut verstehen. Also, ich wünsche mir einen Ostbeauftragten, der Ostdeutschland in der Bundesregierung vertritt, der Stimmungen wahrnimmt, vor allem wenn sie seit Jahrzehnten existieren und mit diesen politisch umgeht, der das Thema Repräsentanz aufnimmt, selbst wenn er nicht für eine Ostquote ist, dann sucht man halt andere Wege. Der Foren organisiert, um Treuhanderfahrungen aufzuarbeiten, und zwar gemeinsam. Der die historische Aufarbeitung über 2021 hinaus vorbereitet, weil ehrlich gesagt, da beginnt sie erst richtig, da werden die Akten geöffnet. Der die Ansprüche für den Osten geltend macht, der sich auch mal unbeliebt macht und Seehofer in Sachen Wohnungsgesellschaften und Altschulden fordert, der Scheuer in Sachen Schienenreaktivierung treibt, der Verkehrsverbindungen nach Polen und Tschechien thematisiert und so vieles mehr. Und es ist schon reingerufen worden, einen solchen Ostbeauftragten der Bundesregierung haben wir nicht. Stattdessen kennt kein Mensch im Osten den Namen des Ostbeauftragten. Und deswegen reden wir nun einmal mehr über einen Untersuchungsausschuss, der aber das falsche Mittel ist, um die Arbeitsverweigerung eines Ostbeauftragten zu kompensieren. Denn was steckt denn hinter den Anträgen auf Einrichtung eines Untersuchungsausschusses? Ich denke, es geht genau um dieses Gefühl. Aber gleichwohl ist ein Untersuchungsausschuss an dieser Stelle kaum das richtige Mittel. Ich gehe das mal im Einzelnen am Antrag der Linkspartei durch. Ich sage ja, wir brauchen. Ja, das können Sie dann bei Ihnen am Stammtisch weiter erklären. Ja, wir brauchen weiterhin Aufarbeitung und Verarbeitung. Und dazu brauchen wir Historikerinnen und Historiker, die politische Bewertung hier im Haus über den Vorgang Treuhand ist, wenn wir uns ehrlich machen, relativ klar. Wir brauchen Austausch und Begegnung in Foren. Wir brauchen Verarbeitung. Es darf eben nicht einfach darüber hinweggegangen werden. Wo es Schäden gibt, muss das thematisiert werden. Konkrete Schäden kann man in Untersuchungsausschüssen aber gar nicht thematisieren. Das funktioniert nicht. Das ist gar nicht möglich. Und ja, die Akten müssen einsehbar werden, und zwar für alle. Die Technik dafür gibt es. Man muss das digitalisieren und öffentlich machen, am besten Open Data, um das Wort mal in dieser Debatte und in dieser interessanten Konstellation anzubringen. Und dann können alle, die sich interessieren, sich das auch anschauen. Und ja, das ist eine Herkulesaufgabe. Und ganz ehrlich, auch das kann ein Untersuchungsausschuss nicht leisten. Und im Antrag ist auch zu finden, wir müssen das Thema Bodenverwertung aufarbeiten. Und da sage ich auch, ja, Böden und Seen den Gemeingebrauch zu entziehen, das ist nicht der richtige Weg. Aber das sollte man mit dem Blick nach vorne und nicht mit dem Blick nach hinten thematisieren. So, Lars,
Wenn man das zusammenfasst, ja, Aufarbeitung heißt, wir müssen gesellschaftlich darüber reden und die Organisation dieser Debatte, die fehlt. Und das ist der Auftrag und da sehe ich die Bundesregierung in der Pflicht, hier endlich tätig zu werden. Vielen Dank. Stefan Gelper war das für die Bündnisgrünen. Der Kollege Patrick Schnieder hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, das Thema Treuhand bewegt die Menschen, vor allem im Osten. Es bewegt die Menschen zu Recht, kann das gut nachvollziehen. Die Tätigkeit der Treuhand ist ohne Zweifel aufzuarbeiten. Auch da hat die Debatte gezeigt, dass wir uns da im Wesentlichen einig darüber sind. Sie findet auch statt. Die entscheidende Frage, um die es hier geht bei diesen beiden Anträgen, ist doch, ist der Parlamentarische Untersuchungsausschuss das richtige Mittel, das aufzuklären? Ist das Parlament der richtige Ort, um diese Aufarbeitung stattfinden zu lassen? Und da sage ich Ihnen, das ist nicht so. In Wahrheit sind beide Anträge, die hier vorliegen, nur Teil einer Kampagne vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und ich sage Ihnen, Herr Bartsch, den Kolleginnen und Kollegen von der Linke, wer solche Freunde wie die dort hat, der braucht keine Feinde mehr, in der Tat. Wer sich ehrlich über die Treuhand unterhalten möchte, darf den Grund für die Errichtung und für die Arbeit der Treuhand nicht verschweigen. Mit der Wiedervereinigung mussten die Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands schlagartig einen Wandel durchleben, der kaum härter hätte ausfallen können. Das ist überhaupt keine Frage. Und das können wir nachvollziehen, vielleicht auch gar nicht so gut nachvollziehen, wie die Betroffenen selbst das können. Doch der Grund ist in Wahrheit nicht die Treuhand oder gar die Vereinigung unseres deutschen Vaterlandes. Die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen hat die Treuhand auch nicht gestaltet, sondern sie wurden ihr vorgegeben, sie hat sie vorgefunden. In den Wendejahren 89 und 90 war schlicht der jahrzehntelange SED-Betrug am eigenen Volk aufgeflogen. Die DDR war bankrott, die Wirtschaft lag vielerorts am Boden. Die Zitate sind alle genannt worden. Ich muss sie hier nicht wiederholen. Der Antrag der Linken möchte den Blick davon weglenken. Das Bekannte ist doch, Sie als Nachfolgerin von SED und PDS, die das damals in die Krütze geritten haben im Osten Deutschlands, Sie spielen mit den Emotionen, die Millionen Menschen beim Gedanken an die Treuhand haben. Das ist der wirkliche Skandal an Ihrem Antrag. Schuld nach Ihnen ist an allem die Treuhand, ganz egal, ob sie es wirklich war. Ihre politischen Ahnen sind die Schuldigen, nicht die Treuhand. Ja, es stimmt. Eines ist richtig. Zu oft war es auch die Treuhand. Es gab Manager, die mit krimineller Energie die Menschen betrogen haben. Es gab die Glücksritter, auch das ist richtig. Und es gibt Konsequenzen, die viele Menschen dort tragen mussten, die bitter waren, auch wenn sie nicht mehr abwendbar waren. Notwendige Betriebsschließungen, hunderttausendfacher notwendiger Arbeitsabbau, Arbeitsplatzabbau, das gab es alles. Doch Linke und AfD versuchen, die Erfahrungen der Menschen zu manipulieren, alles über einen Kamm zu scheren, die Stimmung der Menschen beim Denken an die Treuheit in Stimmen bei den anstehenden Landtagswahlen zu verwandeln. Und das ist unanständig. Die ersten Jahre nach der Wende waren für Millionen von Familien eine Zeit großer Zukunftsängste und Enttäuschungen. Dass Betriebe, die doppelt oder dreimal so viele Mitarbeiter hatten, wie für eine moderne Produktion gebraucht wurden, Arbeitsplätze abbauen mussten, hatte auch damals jeder verstanden. Dennoch war es für die Betroffenen natürlich schlimm und furchtbar. Ja, das Wirken der Treuhand ist längst noch nicht aufgearbeitet. Doch was kann ein Untersuchungsausschuss dort leisten? Parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben eine wichtige Funktion. Sie sollen parlamentarische Kontrolle über die Regierung ausüben. Sie sind ein scharfes Schwert der Opposition. Sie haben besondere Zwangsbefugnisse. Brauchen wir das alles? Nein, das brauchen wir heute hier nicht. Wir hatten zwei Untersuchungsausschüsse in den 90er Jahren. Es geht hier gar nicht um die politische Aufarbeitung einer Regierung, sondern es geht vor allem um eine historische Aufarbeitung und Bewertung, die, und das betone ich, auch notwendig ist und noch aussteht. Die Wissenschaft hat gerade erst begonnen, die Forschungsarbeit zur Treuhand aktengestützt aufzunehmen. Was können wir mit den Mitteln des Untersuchungsausschusses leisten, was die Wissenschaft nicht leisten kann? Ich sehe keinen Grund. Es geht eigentlich nur um Aktenaufarbeitung.
Es hat eine große Studie der Ruhr-Universität Bochum gegeben aus dem Jahr 2017. Dazu haben die Verfasser der Studie insgesamt über 500 Personen befragt, darunter auch ehemalige Treuhandmanager, Politiker, Berater, Gewerkschafter, Betriebsräte. Das zeigt, wir brauchen die Zwangsmittel des Untersuchungsausschusses nicht, um die Arbeit der Treuhand zu beleuchten. Es geht um die Frage der historischen Einordnung der Treuhand. Das muss letztlich Aufgabe der nunmehr einsetzenden zeithistorischen Forschungen sein. Die DDR hat gelehrt, dass die Politik, insbesondere die Politik der Linken, nicht der bessere Unternehmer ist. Politiker sind auch nicht die besseren Historiker. Die Kollegin Katrin Butter hat das Wort für die SPD-Fraktion. Und sie ist Beauftragte für das Einheitsjahr 2019 und 2020 für ihre Fraktion. Meine Damen und Herren, also wenn mir jemand so richtig den Tag versauen will, dann muss er mich morgens mit dem Begriff Treuhandanstalt wecken. Das ist so. Danke, Herr Gelper, für die historische Einordnung. Dann kann ich mir das sparen. Ich will nur noch eins hinzufügen. Das Gesetz vom 1. Juli 1990, das sah ja vor, eine Privatisierung und Sanierung und wenn es gar nicht anders geht, eine behutliche Stilllegung. Und es war von einer Strukturanpassung, von einer Entwicklung der Unternehmen die Rede. Das ist dann mal verändert worden, als es das erste gesamtdeutsche, den ersten gesamtdeutschen Bundestag und die erste gesamtdeutsche Bundesregierung gab. Da ist die Priorisierung weg von dem volkswirtschaftlichen Ansatz hin zum betriebswirtschaftlichen Ansatz Verkauf gemacht worden. Das ist die grundsätzliche Fehlentscheidung, die gleich Anfang 90 getroffen worden ist. Und das sind die Folgen, die wir heute sehen. Und das war auch der Anfang vom Untergang der Betriebe im Osten in der Neuzeit nach der Wiedervereinigung. Dafür brauchen wir keinen Treuhanduntersuchungsausschuss. Das wissen wir. Es gab schon mehrere hier im Bund und in den Ländern en gros. Und es gab natürlich auch schon einen Anfang vom Untergang davor. Natürlich waren die Betriebe in der DDR wirtschaftlich die meisten unwirtschaftlich, veraltet, hatten Investitionsstaus, hatten keine internationalen Märkte. Es war ja auch ein ganz anderes Wirtschaftssystem. Die konnten gar keine internationalen Märkte haben. Und ja, wir haben auch alle ein bisschen selber Schuld, weil wir haben von einem Tag auf dem anderen bei den Lebensmitteln, bei den Kosmetika, bei den Konsumgütern, da haben wir alle nur noch Westcremes, Westkäse, Westwurst, Westautos gekauft. Ja, auch das hat einen Teil der ehemaligen DDR-Betriebe erstmal das Ende bereitet. Gut, dass es ein paar davon inzwischen wieder gibt. Verschiedene Gründe und verschiedene Einflussfaktoren. Ich habe, das gebe ich zu, ein richtiges persönliches Trauma bei der Treuhandanstalt. Und ich hätte mir so gewünscht, Mitte und Ende der 90er Jahre Ihnen das hier mal ganz deutlich in einem Bundestag sagen zu dürfen. Und schon deshalb bin ich dankbar, dass es diesen Antrag der Linken gibt, dass ich das hier mal loswerden kann. Als Abgeordnete in einem Landtag. Seit 1990, als wirtschaftspolitische Sprecherin, als Ministerin für Wirtschaft und Technologie, da habe ich das genau mitgekriegt, diesen Strukturbruch, den Zusammenbruch der Wirtschaft, das Schließen der Unternehmen, die missglückten Privatisieren, das bewusste Zerstückeln und die dann folgenden Insolvenzen und die Massenarbeitslosigkeit. Ich war überall demonstrieren, in Magdeburg und in Berlin und in Tausenden nur, so übertrieben, aber in zig Städten, nichts hat es geholfen. Ja? Ich habe mit Heerscharen von schnöseligen, dummen, unwissenden Beratern von Arthur de Little und McKinsey zusammengesessen, mein Kollege Jörg wahrscheinlich genauso und viele andere auch. Ja, da ist mir echt der kalte Kaffee hochgekommen. Es hat nichts geholfen. Und wenn Sie mich in der Staatskanzlei vorne rausgeschmissen haben, bin ich im Wirtschaftsministerium hinten wieder reingegangen, weil ich für die einzelnen Betriebe dann doch noch was erreichen wollte. Aber diese falsche politische Entscheidung der Bundesregierung unter Helmut Kohl, auch das muss ich hier mal loswerden, flankiert von westdeutschen Wirtschaftsinteressen. Die Märkte wollten, von denen sie nachher mitgekriegt haben, das sind gar keine Märkte, auf die sie selber gehen können. Aber sie hatten zumindest den Ostmarkt, hatten sie dann nachher, die Ostdeutschland. Die wollten aber nicht die Betriebe und die wollten nicht die Arbeitnehmerinnen und nicht die Arbeitnehmer. Und es hat nicht mehr der Versuch eines Strukturwandels stattgefunden, sondern das war ein gnadenloser Strukturbruch. Die ostdeutsche Wirtschaft, die wurde im Schnelldurchlauf von einer Planwirtschaft auf eine Marktwirtschaft in einer neuen weltwirtschaftlichen Situation, nämlich dem ersten großen Globalisierungsschub, umgestellt. Wohingegen die westdeutsche Wirtschaft durch den Vereinigungsboom und die kommenden Aufträge, die an westdeutsche Unternehmen gegangen sind, eine Schonzeit bekommen hatten bei der Abfederung dieses Umgangs. Auch das gehört zur Wahrheit. Und es gab 1990 Überkapazitäten, die konnte man super einsetzen. Ich will das aber nicht nur verurteilen, denn die Aufgabe und der Umfang, die Komplexität, das war wirklich einmalig und das war unabsehbar.
Und wahrscheinlich hätte es immer Fehler gegeben. Also ich will da jetzt gar keinen persönlichen Vorwurf machen, weil das war eine riesige Aufgabe. Ich glaube nur, dass wir bessere Chancen gehabt hätten mit anderen grundsätzlichen politischen Entscheidungen und dass es dann noch mehr Industrien und noch mehr Betriebe, wenn wir einen Strukturwandel gemacht hätten, in Ostdeutschland geben würde. Nur mal ein paar Zahlen, damit man sich das mal verdeutlicht. Ja? Die Dimension in Sachsen-Anhalt 1990, 600.000 Industriearbeitsplätze. Nicht die kleinen, nicht die Dienstleistungen, nicht die, die sind alle noch oben drauf gekommen. Heute 105.000 in Betrieben über 50 Mitarbeitern. Aber alle Branchen sind da drin, das ist nicht nur Industrie. Einfach mal sich die Dimension vorstellen. Ja? Bei mir im Wahlkreis, MIFA, also Fahrräder, 1.500 1990, knapp 100, jetzt mehrmals privatisiert. Mansfeld Kupfer Messing, damals 7.000, jetzt etwas über 1.000, mehrmals privatisiert. Das Skat in Magdeburg, 15.000, allein in Magdeburg, wenn überhaupt noch 1.000. Die Magdeburger Armaturenwerke in Magdeburg, 7.000, gar kein Mitarbeiter mehr. Ich könnte endlos weiter aufzählen, was es noch gibt und was es nicht mehr gibt. Und jetzt, meine Damen und Herren, und jetzt stellen Sie sich das mal vor. In Bayern, in Hessen, in Baden-Württemberg, in Niedersachsen, was das für eine Dimension angenommen hat. Und dann kann man erahnen, warum ich immer noch so eine Wut im Bauch habe, dass das so falsch angefasst worden ist. Es gab auch gute Ansätze. Bei Klaus Schucht sind wir nicht immer einer Meinung. Der Direktor hier in der Treuhandanstalt war für Bergbau, Chemie und Energie und dann in Sachsen-Anhalt Wirtschaftsminister. Weil bei Kali hat Bischof Rode verloren, Zielitz hat gewonnen. Es gab auch innerhalb Ostdeutschlands positiv Gewinner und Verlierer. Aber der hat eine andere grundsätzliche Idee verfolgt. Der hat gesagt, wenn die westdeutschen Unternehmen das nicht kaufen wollen, dann gehen wir ins Ausland. Und da kamen die großen Privatisierungen der Chemieindustrie zustande. Dow als Amerikaner hat Buna privatisiert. Elf Aquitaine Leuna, Advent International, die erste Privatisierung bei der Mibrag, Ansiedlungsoffensiven im Bereich der Italiener in der chemischen Industrie und die großen neuen Chemieparkmodelle. Es gibt also auch positive Dinge. Und jetzt bitte ich um eins. Lassen wir uns diese positiven Sachen nicht kaputt machen. Denn wichtiger als den vierten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wichtiger ist, dass wir jetzt im Strukturwandel darauf achten, dass diese Chemieregion zum Beispiel nicht unter dem jetzt anfallenden Strukturwandel im Bergbau und steigenden Energiepreisen leidet und wir den nächsten Strukturbruch kennen. Da können wir gemeinsam dran arbeiten. Katrin Gutte war das für die Sozialdemokraten. Und ihr folgt jetzt hier Arnold Fahrz, der ist Fraktionsvize der Unionsfraktion und zuständig für den Aufbau Ost. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, als erstes an die Adresse von Herrn Büstron und Herrn Pohl möchte ich Folgendes sagen. Sie werfen der Treuhandanstalt im Kern vor, dass sie große Teile der ostdeutschen Wirtschaft unter Wert verkauft hätte. Dem Ganzen liegt ein Begriff von Wert zugrunde, den Sie offenbar aus dem Staatsbürgerkundeunterricht der DDR entlehnt haben. Damals war es so, dass wir lernen mussten, worin der Wert einer Sache besteht. Und die Antwort lautete, die damals von uns abverlangt worden ist, der Wert einer Sache besteht in der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, die zu ihrer Anfertigung erforderlich ist. Dann mussten wir lernen, dass in einer Marktwirtschaft allerdings der Käufer bestimmt durch die Bereitschaft, etwas für eine Sache zu geben, wie viel die Sache wert ist. Und wenn es jemand gegeben hätte für die Dinge, die für einen Euro oder für eine Mark damals über den Ladentisch gegangen sind, wenn es jemand gegeben hätte, der dafür eine Million gezahlt hätte, dann hätte die Treuhand selbstverständlich diesen Käufer ausgewählt. Das große Problem ist, dass die Alternative gewesen wäre, dass die Dinge unverkauft liegen geblieben und verrottet wären. Das wäre die Konsequenz gewesen. Meine Damen und Herren, und jetzt an Ihre Adresse. Und wenn ich Sie sage, dann nehme ich ausdrücklich die jungen Leute, die damals noch keinen Einfluss hatten auf die Politik und in ihren Reihen sind, und diejenigen, die aus dem Westen kommen, aus. Aber ich nehme mal die alten Hasen, die aus Ostdeutschland kommen. Und dann muss ich Ihnen sagen, ich muss Ihnen erst mal ein riesiges Kompliment machen, dass Sie es geschafft haben, den verrotteten Zustand, in den Sie die DDR in die Zukunft entlassen haben, den technologischen Rückstand, die totale Mangelwirtschaft, in der dieses Land geendet hat,
schließlich und endlich denjenigen anzulasten, die es versucht haben, aus dem Dreck wieder herauszuziehen, ist eine geniale machiavellistische Leistung. Das muss ich Ihnen sagen. Und ehrlich gesagt würde ich am liebsten zustimmen, dass wir diesen Untersuchungsausschuss machen, damit zutage tritt, in was für einen Zustand Sie dieses Land geritten haben. Das wäre ein vernünftiger Untersuchungsauftrag. Meine Damen und Herren, wir hatten hier ein Konkursverfahren, für das es historisch überhaupt kein Beispiel gibt. Und es ist in der Tat so, dass natürlich der Westen verdattert daneben stand. Die hatten sich natürlich selbst besoffen reden lassen von der DDR-Propaganda, dass wir das 10-stärkste Industrieland sind, und dachten, dass sie natürlich jetzt die ganze Geschichte mit ein paar Handgriffen wieder auf die aufs richtige Gleis bringen konnten. Das hatte die Konsequenz, dass eine Reihe von altklugen und arroganten und besserwisserischen Ratgebern, die DDR damals überzogen haben und uns erklärt haben, wie jetzt die Zukunft auszusehen hat, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie eigentlich wie zerschlissen und wie kaputt die Fundamente waren. Das ist die Realität. Und dieses Benehmen aus dem Westen, das hat viele Ostdeutsche derart in ihre Ehre gekränkt, in ihrem Selbstwertgefühl beschädigt, dass man mal drüber nachdenken muss, ob dieses Klima der Bevormundung nicht letzten Endes der Punkt war, der in Ostdeutschland die Verletzungen angerichtet hat. Meine Damen und Herren, es ist jetzt drüber gesprochen worden, Frau Budde hat es gesagt, ob es nicht bessere Alternativen gegeben hätte. Frau Budde, wissen Sie, dass das Chemiedreieck in Sachsen-Anhalt gerettet worden ist? Ist in erster Linie dem unermüdlichen Einsatz von Helmut Kohl zu danken gewesen, der mit Mitterrand zusammen dafür gesorgt hat, dass der französische Staat bereit war, dort zu investieren. So. Zweitens, Sie hatten jede Gelegenheit in der Regierung Höppner, Ihre großartigen Ideen zu verwirklichen, und das haben Sie nicht gemacht. Gucken Sie sich das Schicksal von Skate an. Rechnen Sie mal vor, was an öffentlichen Mitteln dort rein sind, und hören Sie auf zu schreien, sondern hören Sie mal zu, Sie können was lernen. So, meine Damen und Herren, die nächste Frage, es hätte es denn tatsächlich Alternativen gegeben? Meine Damen und Herren, selbstverständlich ist die Frage berechtigt, wenn allerdings die Bundesrepublik Deutschland als Erbe dieses in Konkurs gegangenen Staatskonzerns mit einer eigenen Binnenwährung jetzt sich zum Eigentümer, die auf diese Weise zum Eigentümer der Industrie dort geworden ist, als Staat diese Industrie hätte weiter betreiben wollen, dann hätte sie in Konkurrenz treten müssen zu denjenigen, die durch ihre Steuererträge die Bundesrepublik Deutschland erst ermöglichen, zu ihrer eigenen Wirtschaft. Und weil sie das nicht kann, musste sie selbstverständlich die Treuhand privatisieren, das heißt meistbieten, versteigern. So, was ist dabei passiert? Es sind natürlich eine ganze Reihe von Dingen passiert, die zu Recht die Öffentlichkeit aufregen, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass sich viele Erwerber gedacht hatten, dass sie ihre Treuhanderwerbungen als Spekulationsobjekte betrachten können. Sie haben gegen den Verfassungsgrundsatz Eigentum verpflichtet, zu gewissen Teilen mit den Füßen getreten. Und das halte ich in der Tat für ein Versagen, aber kein Staatsversagen. Und jetzt ist die große Frage, im Vergleich mit anderen sozialistischen Volkswirtschaften, wie ist denn dann das Unternehmen Treuhand zu beurteilen? Dann kann ich Ihnen sagen, die Alternativen in den anderen sozialistischen Volkswirtschaften sind katastrophal. Das waren Totalentwertungen der Vermögen der Leute. Es ist die Entstehung von Rechtlosigkeit und Oligarchie weiter östlich. Und das, was wir in der Treuhand zu Wege gebracht haben, ist eine der größten Leistungen überhaupt diesem ostdeutschen, im osteuropäischen Wirtschaftssystem. So, und jetzt will ich zum Schluss noch eine letzte Bemerkung loswerden. Ich bin den Leuten, die die Treuhand damals geführt haben, außerordentlich dankbar. Und ich will an einen Tag erinnern, das ist der 1. April des Jahres 1991. Damals sind 3 Schüsse gefallen auf Detlef Carsten Rohwedder. Und er war das letzte Opfer der RAF.
Und wenn Sie gerne mal was untersuchen wollen, dann untersuchen Sie diesen Mord und untersuchen Sie die vorausgegangene Hetze gegen diesen Menschen von links. Untersuchen Sie das, was die RAF an Sympathisanten damals in der Bundesrepublik Deutschland haben, und werden Sie mal die Wirkung dieser Sympathie aus auf die Bereitschaft, auf diesen Menschen zu schießen. Vielen Dank. Die Kollegin Daniela Kolpe ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass ein Untersuchungsausschuss nicht ein geeignetes Mittel ist, dann finde ich, hat diese Debatte den Beweis endgültig erbracht. Ein Untersuchungsausschuss würde mehr Schaden anrichten, als es nützt. Aber der Beweis ist auch erbracht, dass es ein mega wichtiges Thema ist. Und da musste man nur Katrin Butte zuhören. Ich höre in den Gesprächen zu, ich höre in mich selber hinein, was ich an Erfahrung gemacht habe, noch als kleines Kind zu erleben, was rings um mich passiert ist. Es ist klar, das ist ein Riesenthema. Es prägt ganze Generationen in Ostdeutschland, auch meine Generation. Es prägt Ostdeutschland, und damit ist es genug Grund, sich damit zu befassen, und zwar nicht nur in Historikerkommissionen. Wir müssen über dieses Thema sprechen. Die Frage ist allerdings, mit welchem Ziel? Und wenn man das Mittel eines Untersuchungsausschusses wählt, dann ist das Ziel, so verstehe ich das, die Schuldfrage zu klären. Echt jetzt? Ihr wollt die Schuldfrage klären? Wenn ich das Ganze mal als ein Beziehungsproblem mir anschaue, und ich glaube, wir haben tatsächlich ein Beziehungsproblem nach wie vor in diesem Land zwischen Ost und West. Wenn ich ein Beziehungsproblem wirklich nicht lösen will, dann stelle ich die Schuldfrage. Wer ist schuld? Wenn ich ein Beziehungsproblem wirklich lösen will, dann setze ich mich an einen Tisch und rede. Und wenn ich mir die Konstellation hier anschaue, dann ist doch für einen Untersuchungsausschuss wirklich alles schon, also was, zu was soll das führen? Wir sehen eine Union, die sagt, damals ist alles prima gelaufen, das eigentliche Problem war der Zustand der DDR-Wirtschaft. Ich habe Frau Teuteburg Ihnen zugehört und habe wahrgenommen, dass Sie immer noch toll finden, dass damals so viel privatisiert worden ist, zumindest war das, was mir bei mir angekommen ist. Auf der anderen Seite die Linke, bei der AfD weiß ich nicht genau, was ihre Taktik ist, aber bei der Linke, damals alles, was die Treuhand gemacht hat, war schlecht. Das ist doch keine Grundlage, um wirklich zielorientiert hier was zu lösen. Was brauchen wir wirklich? Wir brauchen ein klares Benennen der Ungerechtigkeiten, die damals passiert sind. Und das schien ja auch durch. Auch bei Herrn Rehberg, bei Herrn Fahrts ist davon die Rede gewesen, dass es Glücksritter gab, dass es kriminelle Energie gab. Und viele in Ostdeutschland warten darauf, dass das auch noch mal klar benannt wird, was dort passiert ist, was mit ihnen passiert ist, was dahinter gesteckt hat. Also das klare Benennen der Ungerechtigkeiten, das gehört dazu. Es gehört aber eben auch dazu, sich zuhören zu wollen, sich verstehen zu wollen, sich vielleicht sogar zu entschuldigen und auch Entschuldigungen anzunehmen. Das ist etwas, was ich mir in diesem Zusammenhang wünsche. Martin Dulich und Petra Köpping haben deswegen Aufarbeitskommissionen ins Gespräch gebracht. Nicht das Aufarbeiten und Einordnen den Historikern zu überlassen, sondern auch Menschen ins Gespräch miteinander zu bringen, um zu klären, wie war die jeweilige Perspektive, was ist damals wirklich passiert, wie prägt uns das heute noch. Einen ersten Schritt hat die SPD gemacht. Wir haben am Montag eine Arbeitsgruppe im Parteivorstand beschlossen, die sich mit der Aufarbeitung dieses Transformationsprozesses befasst, weit über Historikerkommissionen hinaus. Was ich mir wünsche, ist einen parteiübergreifenden Dialog darüber, ob man nicht eine solche Form wählen kann und ob die nicht tatsächlich zu mehr führen würde als ein Untersuchungsausschuss. Und ich würde mich dann auch freuen, wenn wir tatsächlich nicht über die Schuldfrage reden, sondern über Verständigen, Versöhnen und aufeinander zugeben. Vielen Dank. Daniela Kolbe war das für die SPD-Fraktion, die letzte Rednerin in dieser Debatte. Sie hat es auch noch mal gesagt, es ist ein Riesenthema. Aber wir haben doch noch eine Kurzintervention von Dieter Dehm von der Linken. Was den vorherigen Redner betreffen könnte. Was mich sehr betroffen gemacht hat, ist die Formulierung, und ich bitte darüber nachzudenken, dass die Schüsse auf Rohwedder einer Hetze von links zu verdanken sei.
Wenn Sie dort Informationen brauchen, lesen Sie von Wolfgang Schorlau, einem sehr fortschrittlichen Autor, die Blaue Liste. Er hat sich sehr eingehend mit diesen Vorgängen befasst. Und dann werden Sie feststellen, wer Rohwedder, der ein Sanieren vor Privatisieren gesehen hat, während Frau Breuel ein Privatisieren vor der Sanierung als Konzept hatte, wer also wirklich dort innerhalb und außerhalb der Treuhand gegen Rohwedder gehetzt hat. Wir jedenfalls glauben, dass diese billige Zuweisung im Nachhinein von Schüssen und Schuld der heutigen Diskussion nicht gerecht werden. Und ich bitte Sie, darüber nachzudenken. Wenn es dazu keine Stellungnahme von Frau Kolbe gibt, nein, Sie wollen dazu nichts sagen, gut, dann kommen wir schließlich die Dieter Dehm war das noch mit einer Kurzintervention. Da ging es auch eher in Richtung Arnold Fatz, der das in seiner Rede angesprochen hatte. Aber wir sind am Ende dieser Debatte.